So, hallo Freunde der Nacht, ja. Hier ist euer Theo da und ich wollte euch mal einen von gestern erzählen. Ne? Pass auf, ich muss dafür ein bisschen weiter ausholen. Ihr kennt den Moviepark in Bottrop-Kirchhellen, ja, war früher Warner Brother Movie World, ja. Ich wohne da ja nicht weit weg von, ne? Ich wohne ungefähr 20 Minuten Fahrt davon weg, das ist super geil. Und was vielleicht manche nicht wissen, die auch den Moviepark kennen, direkt neben dem Moviepark, ich muss anders anfangen, pass auf. Also, jetzt war bei Facebook eine Aktion, ne? Da haben der Moviepark geworben, Saisontickets für 2017 für 59 Euro, ja. Und das jetzt ist jetzt nicht alles, sondern die sind auch noch diese Saison gültig, die Tickets, ja. Heißt also, du kannst 2016 den Rest jetzt noch kommen, die letzten 2-3 Monate, und dann 2017 ganz normal kommen. Da habe ich gedacht, ey, ich habe nur 20 Minuten Anfahrt, da sind ein paar geile Achterbahnen, ey, das gibst du dir, ne? Und, jetzt muss ich aber ausholen, ich musste das etwas größere Paket nehmen für 75 Euro, weil ich schon mal ganz gerne mit meinem Bruder da hinfahre, wenn die da Halloween-Horror-Fest haben. Und das ist leider bei dem anderen Teil nicht dabei für 59 Euro. Der Gast darfst du also Donnerstag, Freitag und Sonntag und Samstag auch nicht hin. Also ich darf Samstag auch nicht hin, aber da wird jetzt sehr zu kompliziert hier mit den ganzen Ausnahmen und so. Da habe ich gedacht, okay, holst du dir cool die Karte, ne, für meine Frau für 59, für den Sohn für 59, für mich für 75 oder 79. Ne? Dann zahlst du noch 15 Euro, einmal für das Parkticket für 2 Jahre, dann hast du Ruhe, ne? So, was man jetzt aber, jetzt ist das natürlich so, jetzt waren wir schon mal da mit unserem Kurzen und haben da halt den Tag verbracht und war auch ganz geil, nur ist das halt so, mit 2 kleinen Kindern ist das halt anders, als wenn du alleine mit deiner Frau oder mit deinem Bruder dahin fährst, ne? Ich mache immer so eine Session mit meinem Brother, ja, an Halloween sind wir immer da und dann geht das von morgens 10 bis abends 10 da nur durch, ne, nur durch, da können wir schon nachmittags um 1 nicht mehr, aber wir ziehen das durch und knallen da alles weg, was geht, ne? Bis zum Erbrechen, ganz ehrlich, ja. So, auf jeden Fall haben wir uns gedacht, okay, das war ja ganz schön mit den Kleinen, aber wäre auch mal cool, wenn ich mit meiner Frau, mit meiner Sandra da mal alleine hinfahren könnte, damit wir auch mal ein bisschen Achterbahn fahren können, ne? Also unsere Kinder sind noch ganz klein, der eine ist 5, der wird jetzt 6 demnächst, der andere wird jetzt 1 Jahr, da kannst du noch nicht viel reißen, da hockst du nur in eine Mission to Mars Achterbahn und in eine Spongebob-Bahn und das war's dann, ne? Ende im Gelände, der hat noch niemals Bock da irgendwie River Quest ehemals, unendliche Geschichte zu fahren, ja, geschweige denn Ice Age Bahn, da kriegt ja schon Schiss, ja. Okay, aber ist egal. Auf jeden Fall, wir jetzt einen gemanagt, ne? Wir haben auch noch, also jetzt müsst ihr wissen, da wurde ich gerade schon erzählen wollte, neben dem Moviepark ist noch ein anderer Freizeitpark, ja. Der nennt sich Schloss Beck. So, Schloss Beck ist für kleinere Kinder, ja. Da kannst du mit dem Kleinen richtig Gas geben. Die haben eine Marienkäferbahn, die haben Wasserspielplatz, die haben Wasserrutschen, die haben so eine Teppichrutsche, die haben so eine Pferdebahn, da ist Kasperletheater und was da nicht alles ist. Also für kleine Kinder bis 5-6 Jahre echt super geeignet. Und für diesen Schloss Beck hatten wir das ja auch Saisonkarten die ganze Zeit, ja. So, also wir sind ja clever und haben uns jetzt gedacht, pass auf, wir machen das so, das Problem ist, meine Frau stillt den Kleinen noch, wir machen das jetzt so, wir organisieren Oma und Opa und die gehen mit den kleinen Kindern nach Schloss Beck und verbringen da einen schönen Tag und Sandra und ich, wir gehen rüber nach Moviepark und verbringen da einen schönen Tag. 2-3 Stündchen alle Achterbahnen mal einmal durchrotzen und dann wieder rüber nach Schloss Beck, den Kleinen stillen und schönen Nachmittag machen, ab nach Hause. Ja, ist super geil gewesen, ne? Ich mich schon gefreut wie ein Schnitzel, ja. War auch alles gut, Schwiegereltern haben auch eingestimmt, alles super, ne? Wir packen die Klamotten ein, fahren los, los geht's, ne? Yeah, yeah, Moviepark, yeah, Schloss Beck, yeah, 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 ne? Los geht's, wir fahren da unsere 20 Minuten, ne? Wir fahren die Abfahrt. Ich denke schon, oh, geil, kaum Autos hier. Ne? Kaum Autos hier. Ich hoffe, ich greife jetzt nicht schon zu weit vor. Ne? Richtig leer heute, da können wir so durchrocken. Ne? Wir fahren die Einfahrt vom Schloss Beck runter zum Parkplatz hin. Also die sind wirklich, die sind komplett nebeneinander. Du kannst da so rüberlaufen, du läufst keine 2 Minuten darüber. Ne? Wir fahren zum Schloss Beck runter. Ich sehe eine Sperre am Parkplatz. Eine Sperre. Ist zu, der Parkplatz, komplett zu. Kein Auto drauf, nichts zu. Kein Zettel an der Tür, gar nichts, ne? Ich denke, scheiße, was ist denn hier los, ne? Ich rufe da an. Ich denke, die machen ja wahrscheinlich dann um 10 auf oder um 11 oder was, ne? Die machen gleich auf, denke ich mir. Dann können wir rüberfahren, rotzen, ne? Ja, scheiße. Keiner geht ans Telefon. Besetzt. Ich rufe da ein paar Mal an, besetzt, hinter uns noch welche mit Kind, besetzt, ne, Kindergeschrei ohne Ende da am Start, besetzt, ja, kannst du nichts machen. Ich gejoggt, ne, ich denke, jetzt joggen, ich bin ja jetzt fit, joggse eben zur Kasse und guck's mal, was los ist, ne, ob da ein Zettel hängt, ne, ja, da hang auch ein Zettel, ne, überall da die Arbeiter am Malen und am Streichern und so, ne, ich gehe dahin, da steht auf dem Zettel, im September
Geschlossen. Im September geschlossen, Freunde der Nacht. Ja, ich stehe da, will Achterbahn fahren. Der Kleine hinten im Auto am Schreien will Achterbahn fahren, will Marienkäferbahn fahren, will Theater sehen, ne? Im September geschlossen, Freunde der Nacht. Ja, was machst du da? Was machst du da? Ne, wie den Hund im Auto. Wir hätten jetzt noch niemals zur Movie World fahren können, weil der Hund sollte auch mit in Schloss Beck, da dürfen die nämlich rein, aber nicht zum Moviepark, ne? Ja, scheiße. Ich auch die Karte von dem Kleinen nicht mit für Moviepark, ne? Ich denke, die brauchen wir ja nicht, denke ich, ne? Ja, okay, ja, scheiße. Wir alles wieder eingepackt, nach Haltern gefahren, zum Jupp, ne? Zum Jupp und an der Böcke. Ich kann ja kurz ein bisschen spielen und wir konnten eine Pommes Currywurst essen und ein bisschen sitzen und quasseln und den Tag halt schön ausklingen lassen. Aber das war's, Freunde der Nacht, das war's mit meinem Tag. Ich mir extra freigenommen von der Arbeit und alles, ne? Und dann im September geschlossen. So, im Oktober haben sie wieder auf. Ab 8. Oktober ist wieder auf. Kannst du wieder hingehen. Jetzt müssen wir noch mal gucken, ob wir das umorganisiert kriegen. Aber der Hammer ist, Movie World war auch zu. Also Movie Park. Movie Park war auch zu. Auch im September nur am Wochenende geöffnet. Freunde der Nacht. Ja, was geht? Was geht ab? Ja, jetzt sag mal was. Ne? Und jetzt sagt ihr mal nochmal irgendwie, ihr habt das scheiße oder so. Ja? Bis dahin, alles Gute. Euer Theodor. Ciao, ciao.